Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solo-Unternehmer beibringen, wie sie sich auf dem Markt positionieren, mehr Kunden gewinnen und ihr Business online bringen. Und in dem heutigen Videobeitrag geht es um das Thema, wie du es schaffst, es zu vermeiden, eine aller Welt gut zu werden. Auf Englisch sagen wir, how to avoid becoming a commodity. Und ein Commodity heißt, oder als Commodity angesehen zu werden, heißt, du wirst gesehen wie einer von vielen auf dem Markt. Deine Produkte, deine Programme werden gesehen wie einer von vielen auf dem Markt. Und ich denke, wenn es darum geht, dieses mehr von anderen Coaches, Trainern, Beratern und herzgetriebenen Dienstleister zu sein, dass du herausheben möchtest aus der grauen Masse, du möchtest herausstechen. Habe ich recht? Wenn ja, bleib dran und ich gebe dir ein paar Impulse, wie du das schaffst. Denn ich komme gerade aus USA, wo ich mich vorletzte Woche, mich mit meiner Mentoring-Gruppe getroffen habe, über zwei ganze Tage hinweg. Und wir haben uns auch mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt. Und wir haben uns angesehen, ein Commodity an aller Weltsgut, nämlich Puppen. So. Ich habe hier für dich was ausgedruckt, nämlich diese Übersicht von Puppen, die ich aus Amazon gefunden habe. Und schau mal, was wir hier sehen. Die Puppen schauen relativ ähnlich aus. Andere Haarfarben, andere Kleider vielleicht, vielleicht leicht andere Größen, 18 cm oder 12 cm und andere Materialien, aber insgesamt sehr, sehr ähnlich. Und das widerspiegelt sich auch in den Preisen überwiegend. Also hier auf dieser amerikanischen Amazon.com sind die meisten Puppen von Preisgestaltung zwischen 25 und 35 Dollar. Nur eine Puppe steckt heraus, nämlich das ist die dritte hier unten, die American Girl. Und die kostet sagenhafte 225 Dollar. Und nicht nur ist sie die zehnfach teurer der anderen Produkte auf der Seite, sondern sie ist häufig ausverkauft, weil sie in High Demand ist. Also alle wollen diese Puppe unbedingt haben. Aber warum, sagst du, was ist anders an dieser Puppe hier unten als die anderen? Es sieht sehr ähnlich aus, oder? Ja, ist es auch, nur mit einem entscheidenden Unterschied. Ich bin nämlich auf die Suche gegangen hin zu dieser Puppe, weil ich selber erfahren wollte, warum kostet sie so viel und warum geben alle ihr Geld dafür aus. Und ich bin in New York City in den American Girl Laden gegangen und ich habe es dort gesehen. Du hast dort Vitrinen von Puppen mit unterschiedlichen Hautfarben, Haarlängen, Augenfarben, andere Gesichtsausdrücke und Scheitel links und Scheitel rechts. Und was die Mädels tun ist, die suchen die Puppe aus, die ihrem eigenen Aussehen am nächsten kommt. Und nicht nur das, sie können Klamotten kaufen, die exakt so aussieht wie diese Puppe, sodass sie sich wie Zwillinge einkleiden können. Und sie können ganz viele Erfahrungen in dem Laden zusammen mit ihrer Mutter oder ihrer Tante, wer auch immer sie dorthin befördert, und ihre Puppe erleben. Es gibt einen Haarsalon, wo sie hingehen können und die Puppe sich umgestalten lassen können von wirklichen Friseuren vor Ort, Puppenfriseuren. Sie können das Krankenhaus besuchen beispielsweise, wenn irgendwas kaputt ist mit der Puppe, wenn sie zu sehr geliebt wurde und der Bruder das Arm weggerissen hat. Dort werden sie angemeldet zur Notfallaufnahme und kommen mit einem Zertifikat als heil und gesund heraus. Es gibt ein Café oben, wo Mutti und Kind und Puppen zusammen an einem Tisch essen und trinken können, nämlich Cinnamon Buns und Limonade, gemeinsam mit mini kleine Essen für die Puppen und normales Essen für die Menschen. Und die Mutter- und Töchtergruppen fahren und fliegen von weit her zu den 14 oder 15 solchen Läden, die es in den USA gibt, um diese Erfahrung zu erleben. Und es gibt eine ganze Kult also um diese Puppe herum mittlerweile. So, was hörst du aus dieser Erzählung heraus? Unabhängig davon, dass die Amis total verrückt sind in solchen Sachen, gerade wenn es um Konsum und Marketing geht. Ich hoffe, dass du das Positive heraushörst, nämlich, dass diese Puppe nicht nur eine Puppe ist, sondern dass sie eine ganze Erfahrung darstellt, ein ganzes Erlebnis. Und daher ist sie auch im Augen des Konsumenten das Zehnfache wert von den anderen Puppen, die man einfach nur bestellt nach Hause geliefert bekommt.
Hast du das? So, jetzt ist es meine Aufgabe allerdings, dir zu helfen, das ein wenig zu übertragen. Und ich habe schon gesagt, wir haben zwei ganze Tage uns nur mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich habe nur einige wenige Minuten, um das zu vermitteln. Aber ich möchte, dass du drei Bereiche untersuchst gleich und schaust, in diesen drei Bereichen, wo kannst du es auch schaffen, eine Erfahrung hinzubekommen, ein Erlebnis hinzubekommen für deine Kunden. Wir fangen jetzt mit den drei an. Nummer eins. Die meisten deiner Kunden sind wahrscheinlich verwirrt. Die sind verwirrt, deswegen kommen sie zu dir. Sie wissen nicht weiter, sie wissen nicht, was ihr nächster Schritt ist. Sie wissen gar nicht, was sie tun sollen, um ihr Problem zu lösen oder um ihre Frage beantwortet zu bekommen oder ihren Wunsch zu verwirklichen. Sie sind verwirrt. Die brauchen Richtung von dir, die brauchen Anleitungen und Direction. Das ist Nummer eins. Wo kannst du eine Erfahrung um diese Problematik herumbauen? Nummer zwei, die sind sehr wahrscheinlich auch isoliert. Wie viele Male hast du das erlebt, dass deine Kunden zu dir kommen und sie sagen, ich fühlte mich so alleine mit der Sache oder ich überlege mir das schon lange alleine und komme nicht wirklich vorwärts oder überhaupt, sie haben gedacht, es geht ihnen nur so und nicht anderen mit dieser gleichen Problemstellung oder Herausforderung. In der heutigen Welt, wo wir immer mehr Menschen werden und immer mehr Informationen haben, fühlen sich die Menschen zunehmend isoliert in ihren Themen. Was kannst du tun, um die Lücke zu schließen, dass sie sich nicht isoliert fühlen? Und was ist die Erfahrung, die drumherum gebaut wird? Nummer drei ist, sie stehen sich selbst im Weg. Also sie betreiben auf eine gewisse Weise Selbstsabotage. Das kennst du sicherlich auch. Sie möchte nach vorne kommen mit ihrem Branding oder sie möchte nach vorne kommen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung oder wo auch immer der Bereich ist. Aber irgend in ihnen hält sie zurück. Also ihre Glaubenssätze vielleicht, ihre Denkweisen, ihre Verhaltensmuster, ihre Einstellung zu Investitionen, whatever. Sie stehen sich selbst im Weg. Wie kannst du diese Personen helfen, ihre Selbstsabotage aufzuhören oder aufzulösen oder zu minimieren mindestens? Also was kannst du tun und was ist die Erfahrung, das Erlebnis drumherum um diesen Themenbereich? Denn Produktmarketing, physisches Produktmarketing funktioniert anders als Dienstleistungsmarketing und im Dienstleistungsbereich haben wir wirklich häufig mit diesen drei Problematiken unserer Kunden zu tun. Und ich fordere dich heraus, diese Challenge anzunehmen, diese Hausaufgabe anzunehmen, nämlich diese drei Bereiche zu untersuchen hinsichtlich ihrer Erlebniswert und da zu überlegen in deinem Geschäft, was du in Zukunft anders machst, damit du von der Masse dich abheben kannst. Ist das ein Ding? Willst du es annehmen? Ich hoffe schon. Berichte mir zurück, was du herausgefunden hast, entweder hier direkt unter dem Video oder schreib mir eine E-Mail an info@shellyastevens.com. Und wenn du weitere solche Videos und regelmäßige Strategien bekommen möchtest von mir, geh auf meine Homepage unter shellyastevens.com. Dort lädst du eine kostenfreie Ressource von mir herunter und schon schwupps bist du in unserer Community und wirst auf dem Laufenden gehalten. Ich freue mich von dir zu hören und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!